So Leute, da bin ich doch schon wieder zurück für euch. Ich kam gerade von der Arbeit, direkt Fortnite gestartet, ist klar. Ist sowieso so ein kleines Ritual. Dann auf Fortnite.de selber nochmal geguckt, was es da Neues gibt. Und wie ihr gesehen habt, auch schon, ich habe den Trailer schon zweimal einmal hochgeladen, aber in doppelter Ausführung, damit ihr auch den Trailer nochmal gucken könnt. Ich habe mir den auch zweimal angeguckt. Wir können gerade nochmal angucken. Also so die Infos, was ich jetzt habe, wir gehen gleich noch auf alles ein. Aber es sieht schon nice aus. Das, was mich halt wundert, es soll neue Emotes geben, aber man sieht sie noch nicht. Also das ist halt wirklich nur ein Trailer, wie die zwei hier am Rumwerfen sind. Also wirkliche Infos kriegt man noch nicht. Das ist schon geil gemacht. Also diese kurzen Trailer, ich feiere die einfach. So, das war der Trailer. Dann, ihr seht schon, mehr erfahren. Warte mal, neues Outfit. Achso, ich dachte schon gerade. Was es jetzt genau zu wissen gibt, sage ich euch natürlich genau hier. Also, das Ganze soll eigentlich ab heute im Shop sein, aber, was heißt im Shop sein? Warte mal, wo stand das nochmal? Hier. Im Spiel ab 19.05. und die Playoffs beginnen am 22.05. Ist halt in Amerika wie bei uns, sage ich jetzt mal, die Champions League. Ist das halt für die quasi der Saisonabschluss, was im Basketball betrifft. So, jetzt haltet euch fest. Wir können, holt euch außerdem das Wurf- und Punktpaket und erhaltet das Emote Hakenwurf dazu. Sowie das Rückenaccessoire kleiner Korb, auf dem ihr ein beliebiges Logo eines der 30 NBA-Teams abbilden könnt. Also da hat Fortnite mal eine richtig dicke Kooperation gestartet, weil NBA da komplett alle mit drin zu haben, das ist schon eine hohe Kunst, würde ich behaupten. Wäre schön, wenn ihr es auch mal beim Fußball hinkriegen würdet, so ein schönes Bayern-Trikot, da ich ja Bayern-Fan bin. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich zwar wahrscheinlich 20 Abonnenten weniger, aber ist halt leider so. Dann, das war eine weitere, an dem Rückenaccessoire, was wir hier oben rechts sehen im Bild, da können wir anscheinend auch noch was machen. Aber was genau, ich habe mir auch schon hier das Video angeguckt, das ist halt nur dasselbe, was ich gerade gezeigt habe. Und wir bekommen dann noch ein neues Emote, aber ein Fortbewegungs-Emote, das nennt sich Dribbeln. Also wir bekommen zwei Emotes, einen Hakenwurf und Dribbeln, sowie ein Rückenaccessoire plus natürlich ein Trikot von jedem Team, was wir quasi haben wollen. Bin ich mal gespannt, ob da wirklich ein Skin ist oder ein Skin-Art, sage ich jetzt mal, sei es hier der oder sie. Und dann kann man sich wirklich wie bei den bei den Fußballtrikots das Logo einfach ausdrucken. Das wäre schon nice, wenn du wirklich immer wieder Bock und Laune hast, weil das schon ist nicht schlecht, wenn du immer wieder die Farbe ändern kannst. So, dann kommen von zwei Basketballspielern, ganz ehrlich, Basketball bin ich raus, auf jeden Fall von Donovan Mitchell kommen halt quasi ein Paket rein. Da wird einmal hier das Emote sein, der Hängegleiter, die Pickaxe, die Tarnung und der Skin. Genauso dasselbe nochmal von Trae Young, halt mit dem Skin, die Tarnung, die Pickaxe und das Basketball-Emote. Hier steht es nochmal, Lackierung, schöne Sternchen-Emote. Das ist schöne Emote-Ballkunst, wollte ich gerade sagen. Also die zwei Pakete werden wir definitiv reinbekommen. Gut, das war zu erwarten. Dann seht ihr hier, der Wettbewerb findet vom 19. bis 23. Mai statt. Also eigentlich heute, oder nicht? Aber ich sehe gerade, warte mal, besucht die offizielle Webseite. Jetzt hoffe ich, dass ich hier nicht irgendwas... Dann gehen wir nämlich doch da rein. Starte. Also das hier sehe ich jetzt selber das erste Mal. Bla bla bla. Na gut, jetzt haben wir natürlich... So, jetzt muss ich das hier anders machen. Warte mal, ich muss mal kurz, ich zeige euch das Spiel und hol mir die Seite gerade auf den anderen, weil ich mich halt einloggen muss. Wie gesagt, das ist auch für mich neu, dann habe ich eben nicht richtig aufgepasst. Nicht, dass ihr nämlich meine Daten seht. So, Login. You can't need to be on it to get started. Ah ja. Er ist gerade, glaube ich, jetzt am Einloggen. Internet wieder beste. Ist natürlich klar, weil sich jetzt jeder darauf einloggen will. Die Anmeldung kann nicht abgeschlossen werden. Bitte versuche später erneut. Ach, ich hasse es. Muss ich bestimmt wieder auf dem anderen Dings probieren. Auf dem anderen, sag schon, anderen Browser. Aber hier bin ich wieder zurück. Also, pünktlich zum bla bla. Außerdem könnt ihr Spielbelohnung V-Bucks geben. Also, wir können sogar V-Bucks bekommen. Ich versuche das noch rauszubekommen, was jetzt hier genau gemacht werden muss.
Warte mal, jetzt hat die Seite doch im Hintergrund geladen. Zack, eingeloggt bin ich. Zack. Aha. Ja, welche Mannschaft unterstütze ich denn? Welche ist denn zurzeit im Basketball die beste? Kappa. Gott, jetzt ja. Ja, gut, Lakers war klar. 96, ja, die habe ich eigentlich immer früher eben geguckt. Lol. Eigentlich sollte man die nehmen, die fast voll sind, oder? 1600, der Chicago Bulls war klar, Lakers war auch klar. Wer ist denn hier noch fast voll? 280, hä, kann ja nicht sein, dass überall 280 sind. Das ist total unrealistisch. Nehme ich einfach die Nets. Join, change your choice, ja, nehme ich. So, was passiert jetzt? Seite lädt nicht, Seite macht gar nichts. Hallo? Achso, jetzt wisst ihr mal, dass es mir nicht anders geht als euch. Aber anscheinend kann man die noch hier supporten und bekommt gratis V-Bucks. Also ohne Quatsch, Leute, ich würde so jetzt hier, ihr seht selber, es funktioniert gerade nicht richtig. Und wenn ich genaueres weiß, werde ich euch natürlich auch wieder Bescheid geben. Aber ihr seht, hier passiert einfach gar nichts. Wenn ihr schon weiter seid als ich, schreibt es natürlich auch gerne in die Kommentare rein. Kann auch sein, dass die Seite jetzt einfach total überlastet ist. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Video. Erstmal danke für den ganzen Support von euch. Danke, wenn ihr auch ein Like da lasst. Wenn noch kein Abonnent da seid, natürlich gerne einen Abonnent raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, ich konnte euch trotzdem irgendwie weiterhelfen. Achtet drauf, was ihr macht. Und in dem Sinne, haut rein.